Willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es mal wieder einen Teil meiner Bücherregale-Tour geben. Und zwar geht es heute um dieses kleine Regal und noch um ein kleines Regal da unten. Aber die meisten Bücher stehen hier oben. Und zwar ist dieses Regal nicht in meinem Zimmer, aber es sind trotzdem meine Bücher. Wie ihr wieder sehen könnt, sind die Bücher mit Punkten drauf, die ich noch nicht gelesen habe und die ohne, welche, die ich schon gelesen habe. Wir fangen an mit Die Dämonenfängerin von Jana Oliver. Das ist der Auftakt einer, ich glaube, vierbändigen Reihe in Deutschland. Ja, also ich schätze mal, es geht um eine Dämonenfängerin, aber viel mehr weiß ich darüber auch nicht. Dann habe ich hier Meeresflüstern von Patricia Schröder. Da ist das Cover ja auch wunderschön. Es soll irgendwie um Meerjungfrauen oder so gehen. Also das Jugendbücher oder Young Adult Bücher. Dann Vision. Das ist auch der erste Band einer Trilogie. Von Alonso Pelegrin. Ja, da weiß ich echt überhaupt nicht mehr, worum es ging. Aber es war schön. Und dann haben wir hier die ersten beiden Bände der Obsidian-Reihe. Die habe ich komplett als Hörbuch gehört. Die Reihe ist von Jennifer L. Armentrout. Aber ich fand, die Hörbücher auf jeden Fall sehr gut, kann ich nur weiterempfehlen. Aber ich fand auch die deutschen Cover wunderschön. Also die englischen Ausgaben sind diesmal tatsächlich absolut hässlich, sowohl die alten wie auch die neuen. Aber tatsächlich haben sie geschafft, in Deutschland super schöne Cover zu machen. Und deswegen wollte ich mir jetzt alle gebraucht mal nach und nach zusammensammeln. Ja, auch wenn ich die Reihe schon gelesen habe. Dann geht es weiter mit einer Reihe, die auch sehr schöne Cover hat, wie ich finde. Und zwar die Warrior Cats Reihe von Erin Hunter. Das ist quasi die erste Staffel, die ich hier stehen habe. Und den ersten Band habe ich auch gelesen, den zweiten hatte ich angefangen. Da sind die Hauptpersonen tatsächlich Katzen. Es geht echt so ein Katzenclan und die Abenteuer, die Hauptperson, die Hauptkatze sozusagen da bestehen muss. Die Cover sind auch alle wunderschön. Also die Augen sind so glänzend. Deswegen flackert das so. Und ja, also der erste Band, wie gesagt, sehr schön, also so Jugendbuch, ne? Das ist mehr so Abenteuer. Da gibt es, glaube ich, sechs Staffeln von da, weiß ich nicht, sechs Bücher jeweils. Ja, das schüchtert mich ehrlich gesagt ein bisschen ein. Und deswegen weiß ich noch nicht so genau, wann ich das so weiterlesen werde, aber so ab und zu habe ich ja echt Lust auf so. Ja, Middle Grade, also Bücher für so Jüngere, die halt so ein bisschen mehr Abenteuer sind. Vor allen Dingen, wenn man so viel Young Adult und Liebesromantik-Geschnulze gelesen hat, dann ist man echt froh, ein bisschen Abenteuer. genau, und dann habe ich hier noch Der Magier vom Erdsee von Ursula K. Le Guin. Das ist in der Ausgabe auch eine Trilogie, war glaube ich ursprünglich auch eine Trilogie. Ist eigentlich Fantasy. Mehr für Erwachsene, ich weiß gar nicht, warum das. Also sieht aus wie ein Kinderbuch hier, aber ist eigentlich eher so für Ältere. Gibt es auch als Sammelband alle drei Bände im Taschenbuch und ja. Habe ich mal gelesen damals. Lang, lang ist es her. Ich habe auch nicht mehr blassen Schimmer, worum es ging. Dann haben wir noch Emmy und Oliver von Robin Benway. Das ist auch sehr schön, das ist Contemporary, wollte ich gerne lesen. Das war tatsächlich eine von meinen Avell-Bestellungen, muss ich sagen. Das war wirklich mal auch mein Exemplar, aber das Buch für ein Avell-Buch war das echt schon abgekreuzt, wenn man es sehen kann hier so. Cover voll verknickt. Habe ich auch gedacht, in meiner ersten Avell-Bestellung, ey. Und dann haben wir noch Marie-Lou, Flammender Himmel. Das habe ich ja auf Englisch den ersten Band gelesen und ich wollte die halt die schönen deutschen Hardcover gerne haben. Habe bislang aber erst den ersten. Dann haben wir noch Eine Woche voller Montage. Das ist auch ein Einzelband. Auch mehr so Contemporary. Das ist mir so täglich grüßt das Murmeltier.
Also irgendwie ein Mädel erlebt irgendwie den Montag, glaube ich, der Woche, irgendwie eine Woche lang und versucht da irgendwie ihr Leben zu ändern. Soll sehr gut sein, habe ich aber auch nicht gelesen. Dann haben wir hier noch ein wunderschönes Buch. Und zwar Gegen das Glück und das Schicksal keine Chance von Estelle Laurie. Das ist ein sehr dünnes Buch mit einem wunderhübschen Cover und einer sehr knuffigen Contemporary-Geschichte. Ist auch so ein junges Mädel, das, ich glaube, deren Mutter irgendwie verschwindet oder abhaut oder keine Ahnung was. Und die so ein bisschen mit ihrer Schwester versucht, über die Runden zu kommen. Und ja, und dann hat sie auch noch beste Freundin etc. Und ist halt so Contemporary in Richtung von Colleen Hoover, aber ich fand das irgendwie sehr lustig und nicht so schwermütig, obwohl das Thema auch nicht gerade lustig ist, aber naja, hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. So, dann kommen wir nochmal in die Reihe. Und da haben wir zuerst den Nachtzirkus von Erin Morgenstern. Den habe ich auch gelesen und den fand ich sehr gut. Das ist also wirklich so ein bisschen eine mystische, märchenhafte Geschichte um so einen Zirkus, der nur irgendwie um Mitternacht erscheint und um so einen Magier oder zwei Magier, die halt ihre Tricks da aufführen. Und dann haben wir den ersten Band von Grimm von Gesa Schwarz. Das ist ein absoluter Klopper, das ist der Auftakt einer Trilogie. Ja, ich fand die Cover wunderschön, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ah, ich habe es noch nicht gelesen. Dann haben wir noch Der letzte Paladin. Das habe ich mal günstig bei eBay geschossen, um dann leider festzustellen, dass irgendwie der zweite Band schwer und der dritte Band überhaupt nicht zu erhaben sind. Und ich fand das Cover zwar auch sehr schön, mal so jugendlich, Jugendbuch. Ja, also meine Motivation, das zu lesen, ist sehr gering momentan. Dann haben wir noch Der Kinderdieb von Brom. Das soll so eine Peter Pan angelehnte Story sein, aber irgendwie gruselig und ganz furchtbar. Also das Buch soll gut sein, aber die Story soll halt total düster sein. Ich weiß noch nicht, wann ich das lesen werde. Dann haben wir noch von Ellie Condy die Auswahl und die Ankunft. Die Ankunft ist der dritte Band, die Auswahl der erste. Von der Cassia und Kai Trilogie. Das ist eine klassische Dystopie. Den ersten Band habe ich auch gelesen, wie man sieht. Den dritten Band nicht. Und dann habe ich irgendwelche Rezensionen gelesen, dass das halt der zweite Band scheiße sein soll und der dritte eigentlich auch nicht gut. Und wenn der erste Band schon nicht besonders gut gefallen hat, der kann sich den Rest sparen. Also werde ich das wahrscheinlich auch nicht mehr lesen. Dann habe ich hier wieder ein Schnapper, wie die meisten Bücher aus dem Pan-Verlag. Den Pan-Verlag gibt es, glaube ich, nicht mehr. Deswegen war das alles mal irgendwelche Mängelexemplare. Und zwar Sternenfeuer von Amy Caslin Ryan. Ich weiß aber, dass, ich glaube, Knauer oder irgendwer hat die Reihe fortgesetzt. Also gibt es auf jeden Fall einen weiteren Band vom anderen Verlag von dieser Reihe. Aber ich habe es noch nicht gelesen. Dann haben wir von Cornelia Funke Reckless, Steinernes Fleisch. Das habe ich auch mal irgendwo günstig auf dem Trödelmarkt oder so geschnappt. Eine Freundin von mir hat es gelesen und meinte, der Schreibstil wäre sehr anstrengend und etwas verwirrend. Ich weiß jetzt, also meine Motivation, das zu lesen, ist dann leider auch gesunken. Die Tintenherz-Trilogie habe ich übrigens auch noch nicht gelesen von ihr, die wollte ich aber auch gerne mal lesen. Die bitte ich auch tatsächlich noch nicht. So, dann wieder ein absoluter Cover-Kauf. Nightmares Band 1 und 2 von Jason Siegel und Kirsten Miller. Da fand ich einfach die Cover total genial und lustig. Der Schriftzug hier hinten, Nightmares, leuchtet im Dunkeln. War ich mal irgendwie eines Nachts, als es noch bei mir im Zimmer stand, da verwirrt, was der denn da so leuchtete in meinem Bücherregal. Und da war das so der Schriftzug gewesen. Und der zweite Band. Und die haben auch noch so einen schönen bunten Buchschnitt. Ja, die Story soll so lach sein, aber wie gesagt, schönes Cover. Immer wieder gerne. Aus einem ähnlichen Grund habe ich auch das Lied des Blutes von Anthony Ryan. Das ist die Rabenschatten-Trilogie, der erste und der zweite Band. Da fand ich auch das Cover wunderschön. Das ist so eine klassische High-Fantasy. Erinnert so ein bisschen an The Name of the Wind. So, und das soll so ein bisschen düsterer sein. Wie gesagt, ich habe es, wie man sieht, noch nicht gelesen.
Und dann haben wir Totenbraut von Nina Blaron. Das ist, glaube ich, mein einziges und erstes und einziges Buch von ihr. Und da geht es eigentlich so um klassische Vampire irgendwie in, keine Ahnung, irgendwo Osteuropa. Und das ist halt so ein bisschen historisch düster angehaucht gewesen. Also ich fand es sehr gut. War wirklich was anderes, aber nicht diese fancy Sparkle-Vampire. Sondern wirklich so düster und ja, gruselig kann man auch nicht sagen, aber irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll. So, und das ist ein Einzelband. Mein Einzelband. So, zum Kontrast habe ich hier noch Scalderi Pleasant von, wie heißt der bitte? Derek Landy. Den ersten, den zweiten Band als Hardcover. Da gibt es ja auch irgendwie ewig viele Bände von. Ich wollte das auch unbedingt mal anfangen. Wie so vieles. Traue mich aber noch nicht so ganz wegen der Länge der Reihe. Und dann haben wir hier noch von Christoph Marzi Heaven statt der Feen. Das hat, glaube ich, nur zwei Bände insgesamt. Von Christoph Marzi habe ich schon, wie heißt das nochmal? Diese Lumine-Reihe, keine Ahnung, die ersten zwei Bände oder drei Bände mal gelesen gehabt, die ich mir aber ausgeliehen von einem Freund. Und ich weiß gar nicht, warum es geht. Ich weiß, dass es damals, dass ich es gut fand, aber ich habe keinen Plan mehr. Deswegen auch noch nicht gelesen. Dann ein. Auch günstig. Geht so in die gleiche Kategorie wie Paladin. Und zwar der erste Band von Altera von Maxim Schette. Das hat auch ein wunderschönes Cover, wie man sieht. Ist, glaube ich, auch so eine Jugendbuchreihe. Die ersten drei Bände sind damals beim Pan Verlag erschienen und sahen wunderschön aus. Und ich weiß, der dritte Band war mal wieder irgendwie nicht zu kriegen und schweineteuer. Und, aber die Reihe, das hat. Das erste Problem, das zweite Problem ist, die Reihe war gar nicht abgeschlossen. Also es gibt irgendwie mindestens noch einen vierten Band, der dann bei irgendeinem Verlag rausgekommen ist, als Taschenbuch mit vollen hässlichen Cover. Ich dachte, nee, jetzt sammle ich das nicht hier weiter, weil ich die Reihe nicht vollständig kriege, dann sehen die anders aus und keine Ahnung. Das nervt mich. Also, das dürften so einige von meinen, also das und der letzte Paar, die dürften nur so Suppleichen von mir sein. Jetzt finde ich die Cover auch wieder so schön, dass ich das eigentlich auch trotzdem gerne behalten würde. Ja, das war jetzt mal so diese beiden Regalbretter. Ja, jetzt weiß ich nicht genau, ob ich hier aufhöre oder ob ich euch noch das unten das noch zeige. Aber das ist so ein bisschen Chaos. Ich kann ja mal einen Schwenk machen. Und zwar. Aufmachen. Versteckt sich das so ein bisschen hinter den Türen. Da haben wir auch einen Haufen anderes Zeugs drin. Man sieht Spiele und Blu-rays und keine Ahnung was. Aber eben auch ein paar Bücher und zwar auch noch in der zweiten Reihe. Das sind eigentlich so alte Taschenbücher, Fantasy-Taschenbücher, die ich auch noch seit Ewigkeiten besitze und auch seit Ewigkeiten nicht gelesen habe. Und zwar haben wir hier die Chroniken von Amariti-Reihe. Die hatte ich auf jeden Fall schon mal angefangen zu lesen. Fand ich irgendwie gut, aber das ist jetzt schon ewig her. Ich weiß es echt nicht mehr. Dann haben wir noch Der gesprungene Kristall von Salvatore. Das sind so diese, ach, so mit Schwert der Wahrheit und so irgendwelche alten Fantasy-Endlosreihen. Wo ich mir meinen ersten Band geholt habe, weil ich die mal lesen wollte und mal gucken wollte, wie mir das gefällt. Aber ach, ich weiß auch nicht. Dann noch der Grüne Reiter. Das ist auch so ein Fantasy-Buch. Der soll sehr gut gewesen sein. Aber ich weiß nicht mehr genau, was mit der Reihe war. Ob die auch nicht fortgesetzt wurde. Irgendwas war damit. Habe ich aber noch nicht gelesen. Dann kommt ja ein bisschen Quatsch. Kalligrafie. Und dann haben wir noch von David Gemmell von die Drenei-Saga. Ich glaube, den ersten, dritten, vierten Band oder irgendwie sowas. Irgendwann noch so ein paar kleine Taschenbücher, die hatte ich letztes Mal rausgefummelt für irgendeinen Tag. Und die zweite Reihe dahinter habe ich keinen Bock rauszuholen. Zwischendurch noch ein paar Manga und Blu-rays und was der Geil was. ja. Also ich würde sagen, das war's von dieser kleinen Bücherregalecke.
Aber ich habe noch ein Bücherregal hier im Zimmer stehen. Das werde ich gleich im Anschluss drehen. Und mal schauen, ob ich das zusammenschneide oder ob ich das getrennt lasse. Also, falls nicht, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Bye bye.